sie gewinnen. Also ich tippe da mal auf ein 16 zu 8. Alright. Oh, die starten auf CT. 16-0. Ja, also ja, das sieht so aus, als ob wir hier loslegen. Müssen wir mal gucken, was wir mit der Lautstärke machen. Die ist doch sehr leise. Ja, aber der Balken ist ein Flieg auf jeden Fall. So. Boah, ist das euer Ernst hier mit dem Clean Feed gerade? Ja, ihr wisst ja, wie das ist mit Clean Feed. Ich glaube, ihr habt schon oft genug zugeschaut, wenn wir die Ehre hatten, mit dieser eigentlich tollen Technologie, die dann doch immer wieder nicht so gut funktioniert. Also, ich weiß nicht, aber ich höre gerade gar nichts. Doch, jetzt. Das ist ein brutales Piepen und... Ja, wir casten jetzt einfach mal Liquid auf der T-Seite auf Nuke. Das heißt, sie haben schon mal einen relativ steilen Berg vor sich, den sie erklimmen müssen. Navi mit 4 Armors und einem Diffuse-Kit bei Seast. Liquid versucht jetzt Außenkontrolle anzuspielen und auf innen zu fahren. Nitro mit einem schönen Headshot. Simple kann nicht den ersten Kill machen. Das dauert viel zu lange. Die T's sind schon lange drauf. Flamey, der einzige Mann am Leben für Navi, und er ist oben in Heaven. Das wird erwartet schon von JDM. Er kriegt auch gleich den Ding. 7 HP noch für Flamey und Pims macht den Shot. 1 zu 0 für Liquid, also doch nicht 16 zu 0. Verdammt! Ich war mir so sicher. Also an dem Sound können wir leider nicht viel machen. Das kommt eben vom Clean Feed so rüber. Deswegen müssen wir einfach auf die Amerikaner warten, bis sie das selber schnallen und dann eben entsprechend gegen... Du bist im falschen Channel noch? Ich weiß. Genau, entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn wir so stottern anfangen, dann heißt es normalerweise, wir lesen gerade wichtige Informationen in unseren Skypes und versuchen trotzdem noch zu reden. Zumindest ist das bei mir immer so. Oh, das ist simpel. So ein zuckersüßer Shot mit der Deagle. Das hat sich schon mal gelohnt. Erstmal Liquid ins Stolpern bringen draußen. Elish nimmt sich dann ein Herz und mit der MAC-10 Racer durch. Also der erste Frag noch abgewandt von Liquid. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ob Navi noch viele Fracks ziehen kann. Elish einfach, wie ich gesagt habe, einer der Knackpunkte für Liquid. Ja, der spielt auch gerne in der zweiten Runde so eine SMG-Geschichten, wo er dann viel Geld sammeln kann. Das bleibt mir unten. Ist ja da überrannt worden. Bisschen zu viel, aber auch schön, wie sauber Liquid da gemeinsam rausgeht aus dem Loch. Also keine Aktionen, unnötigen Aktionen, wo man einzeln rumgeht. Guardian versucht leise rüberzukommen. Ist ihm, glaube ich, gelungen, wenn man die Reaktion da nicht sieht. Beziehungsweise das Fehlen derselbigen. Ja, Pimp würde wahrscheinlich sich anders stellen. Und er schaut definitiv auch nach unten. Also Guardian ist noch unbemerkt. Wird höchstwahrscheinlich aber nur maximal einen Kill kriegen können, wenn er die AK mitbringt. Das wäre natürlich super nice für Navi. Aber Elish hat schon 4 Kills gesammelt mit der MAC-10. Das ist mega viel Cash für Team Liquid. Und wenn sie jetzt, also 3 bringen sie so oder so durch, sage ich jetzt mal. Wenn sie 4 mitbringen, dann haben sie auch noch super viel Cash für die nächsten Runden. Ja, da kriegt Guardian den einen Frag. Oh, schön gemacht von Guardian. Da fliegt er gleich erstmal. Guter Abflug. To the stars. Ja, das war schön von Guardian, da kann man nicht meckern. 2 Kills, die eigentlich ja schon wirklich nur noch der Versuch auf den Exit waren. Oh, steht von Simple. Ich denke, er hätte zwar noch lieber die AK gesaved als den zweiten Kill gemacht. Aber den zweiten Kill nimmt er auf jeden Fall gerne mit. Liquid jetzt mit dem Gegenkauf, 3 AKs. Sie wissen natürlich, dass Navi nicht viel investieren kann. Guardian mit seinen 2 Kills wird das Geld nicht rauswerfen. Er braucht eine AWP und er will dann, wenn möglich, auch noch eine Flash oder eine Smoke mitnehmen. Und deswegen sollte die Runde easy runtergehen für Liquid. Auch wenn sie aus Amerika kommen, das sollten sie schaffen. Und Liquid spielt sehr viel über außen. Wie es aussieht, hat Navi da schon einen gewissen Plan auch gegengesetzt. Also das ist dieser typische, ich denke außen die Halle zu 5, die Mech-Halle, und irgendwie kriegen sie da keinen Damage rausgedrückt. Guardian hinter der Kiste wird auch schon überrannt. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen von der Aufstellung her. Sie waren alle 5 Mann außen. Ja. Und jetzt kommen so ein paar klassische Nuke-Taktiken raus. Die, ich meine, okay, Navi ist ja immer das Team, wenn man klassische Taktiken sagen will, ja, dann aber kommt man an ihnen nicht kaum Nuke vorbei. War ja so schlecht gar nicht gedacht. Sie waren ja 5 gegen 5. Nur das Aiming bei Liquid scheint jetzt zumindest am Anfang ganz gut zu sitzen. Das ist vielleicht ein Faktor, wo ich gesagt hätte, okay, das kann Liquid einen kleinen Vorteil geben. DNA-Teams spielen Nuke mehr, beziehungsweise lieber, hat man das Gefühl. Ja, vielleicht kommt das auch von diesem Underdog-Faktor, den sie eben gegen europäische Teams oft haben. Also ich sag nicht immer, da bin ich jetzt auch mal komplett serious.
NA ist gefährlich, auch für viele Teams in Europa. Und wenn man dann eben eine Map gut kann, wie Nuke, kann man das ein oder andere europäische Team sicherlich überraschen. Vor allem, wenn man Teams hat, die einen Cash-Safe-Bun haben zum Beispiel oder sowas, kann man sich dann Nuke noch durchsneaken in eine Best-of-3-Series zum Beispiel oder eben, wie hier gegen Navi, in das Best-of-1. Und dann mit einer ein oder zwei Zaubertaktiken kann man die CTs ja schon sehr schnell unter Druck setzen. Und wir könnten das schon wieder sehen, denn es ist ein 5 gegen 4. Liquid hat den ersten Kill und jetzt setzen sie sich daran, den Execute vorzubereiten. Und es könnte fast in die Halle gehen. Eigentlich eher untypisch. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie viel Richtung Außen spielt. Vielleicht hat man die Präsenz von eben da schon mal als kleine Vorwarnung genommen. Ja. Nitro ist nochmal unterwegs. Der guckt da außen, was er an Informationen mitholen kann. Und eventuell, wenn er in die Main reinkommt, gute Möglichkeit für den Backstab. Jetzt geht's raus in die Halle. Edward oben. Natürlich hat die CDs eine bessere Position, aber Nico und Nitro räumen da gut auf. Da kam noch perfekt getimed dann der Main-Spieler mit rein. Und das sieht so aus, als ob sie hier Runde Nummer 4 holen. Und Navi direkt so schön in den Lauf vor die Nase setzen. Das ist natürlich optimal, gerade auf Nuke, wenn man auf der T-Seite startet. Ja. Wie gesagt, diese ein, zwei Zaubertaktiken auf so CT-lastigen Maps, wenn man die auf der T-Seite durchbringt, dann kann man eben die CTs schon sehr schnell in den Money-Strudel reinbringen. Man kann sie zum Forcen oder zum Saven zwingen. Und Team Liquid hat jetzt den Job gemacht. Sie haben die Piste gewonnen mit der gleichen Strategie, mit der sie gerade auch die First Round gewonnen haben, also die Weapon Round. Von dem her super gute Vorbereitung von Liquid. Von Navi nicht gut gecountert. Auch die Halle-Spieler waren teilweise mit ihren Hosen unten dagestanden. Edward nur einen Kill bekommen. Da war einfach kein wirklicher Support. Wenn man als CT dort alleine steht, fokust sich einfach jeder T ganz schnell auf dich. Und dann kriegst du einen, wirst sofort getradet. Dann kommt dein Teammate von Heaven, aber der hat dann auch wieder das gleiche Problem. Und somit verliert man dann ganz schnell die Runde. Das Allerschlimmste ist eigentlich, wenn man auf Nuke, also auf der Map, direkt die Halle verliert. Ja. In dem Moment, wo der Gegner sich im Prinzip in Runde zu Runde aussuchen kann, ob er in die Halle geht, weil er weiß, das ist eine solide Strategie, da hat der Gegner Probleme, kann man ihn voll ausspielen. Man kann als Ansage, das ist der Moment, auf den du dich freust, du kannst versuchen, Halle Fakes zu spielen und Rampe zu gehen, beziehungsweise erstmal lieber andersrum, wenn die Halle wirklich angreifbar ist. Man kann dann den Gegner vielleicht auch mehr außen angreifen. Ach, schön. Den Gegner vielleicht auch außen angreifen, einfach weil er versucht, mehr die Halle zu verstärken, weil er weiß, kriegt er sonst nicht hin. Und da sind so viele Möglichkeiten. Die Halle ist der zentrale Punkt hier auf dieser Map und wenn der nicht sicher ist, wenn der so angreifbar ist, dann kriegt man ein Riesenproblem auf der CT-Seite. Ja, und jetzt hat Navi eben das Problem, sie müssen in den nächsten Runden auf Halle aufpassen, weil Liquid da offensichtlich auch eine Schwachstelle entdeckt hat. Und das weiß Liquid. Jetzt kann Liquid das Mindgame anfangen und sagen, okay, entweder faken sie Halle oder sie spielen es anfangs an, schauen, wie gut sie draufkommen, machen dann aber eine Rotation wieder nach unten. Und diese ganzen Spirenzchen fangen jetzt schon an. Und das ist eben mit einem Spielstand von 5:0 gegen das CT-Team eine sehr prekäre Situation, wo es ultra schwer ist, sich wieder rauszuspielen. Und auf Nuke hast du auch nicht die Chance, jetzt großartig Aggression zu spielen oder so, um dagegen zu kommen, so wie bei Cash zum Beispiel. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie es trotzdem früher oder später versuchen werden. Ich gehe mal davon aus, dass Navi jetzt erstmal noch eine defensive Runde spielt, guckt, ob sie das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Und wenn es dann auch schief geht, dann werden sie wohl oder übel offensiv spielen müssen. Aber es sieht momentan auch so aus, als ob Liquid eigentlich einen recht soliden Job macht, damit die Halle bzw. den Vorraum dann vernünftig auch abzudecken gegen eventuell offensiv Pushes, dass dann nichts weiter passiert. Also für den Moment würde ich sagen, hat Liquid das Spiel hier doch ziemlich unter Kontrolle. Definitiv. Navi jetzt mit zwei AWPs, um den Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und Simple geht aggressiv auf Armain und Guardian deckt außen. Also beide AWPs außen. Man versucht definitiv jetzt die Halle sauber zu halten. Von außen eben. Und da könnte jetzt Liquid anfangen, ein bisschen Rampe anzuspielen, die CTs wieder auseinanderzuziehen. Aber es soll wohl wieder über außen angespielt werden. Und Guardian hat ein bisschen Glück gehabt. Er hat einen AWP-Anschuss mit 18 Damage bekommen. Er war durch den Container durch. Ja, jetzt kommt diese Smoke-Wand, die einem ermöglicht, dass man Richtung Abgang durchkommt. Oh, Elish, ist das bitter. Er kriegt die Flash ab, wusste nicht ganz, wo sich befindet, springt, damit er nicht getroffen wird, falls er gegen irgendwo pusht. Und dann kriegt er genau deswegen den Schuss ab. Ja. Und auch Nitro ist angeschossen. Das war die AWP durch die Wand. Und jetzt fängt dann vielleicht auch die AWP-Stärke an, ein Problem zu werden. Also,
Liquid hat einen Gang runtergeschraubt, hat vorsichtiger gearbeitet, hat sich jetzt langsamer vorgearbeitet. Und jetzt haben sie anderthalb Spieler schon verloren, bevor man überhaupt effektiv irgendwas Sinnvolles an Raum eingenommen hat. Ja, bevor es 2½-Man werden, müssen sie den Refrag kriegen. Das 4:4 klar zu machen jetzt, spielermäßig gesehen, ist so wichtig. Und Pimp hatte den richtigen Winkel, aber Guardian ist auf der Hut. Tico nicht in Position, um den Refrag zu ziehen. Bisschen langsam da gewesen. Und jetzt muss er eben selber schauen, dass er den Refrag kriegt. Währenddessen sind seine Teammates nach unten gepusht. Versuchen jetzt natürlich noch Last Resort die Bombe zu legen, um ein bisschen Cash einzusammeln und vielleicht noch Kills zu ziehen. Aber Navi sollte die Runde gewinnen mit 14 Sekunden auf der Uhr. Nicht mehr viel zu machen für Liquid. Ja. Flash ist gut. Guardian wird zumindest noch überrannt. Da muss jetzt aber einiges passieren. Nitro, perfekter Moment, um da rauszupushen. Oh! Und Hiko kriegt die Ablenkung. Der T-Schachtspieler, der CT-Schachtspieler ist down. Simple aus dem Schacht. Mit der AWP ist sofort in die Bombe rein. Starkes Spiel von Simple. Und dann kommt Flamey dazu. Also, gerettet. Was da beinahe noch vor den Bus gelaufen wäre. Also, das war wirklich auf der einen Seite extrem schön getimt von Liquid. Die Flash ja, hat gesessen, Guardian oben ausgeschaltet und dann kam Nitro direkt gleichzeitig aus dem Schacht raus. Aber trotz allem würde ich sagen, da muss sich Liquid eigentlich an der Strategie vielleicht was überlegen. Wir haben jetzt noch viel Schaden gemacht. Das heißt, sie haben zumindest eine AWP down gekriegt. Könnte sein, dass Navi vielleicht die Doppel-AWP nicht mehr einpacken kann. Aber doch, sie haben es ausgegeben. Ja. Und jetzt muss Liquid eigentlich was Schnelleres, Aggressiveres und vor allem Go-lastiges, also Execution-lastigeres spielen. Und es sieht danach aus, dass man einfach in die Halle geht. Richtige ja, Entscheidung. Mal reinrennen. Hat vorhin auch ganz gut geklappt, aber ja, diesmal haben sie eben keinen First Frag gehabt auf der T-Seite. Deswegen war Navi eben noch mit genug Männern dagestanden. Und dann rennen die Ts rein, bleiben kurz sitzen, versuchen sich zu orientieren. Wo werde ich gerade her beschossen? Ja. Wo ist der wichtigste Spieler, den ich jetzt killen kann? Und während du es versuchst zu schaffen, dich erstmal zu organisieren, bist du schon down. Die Sache ist, Taktik gut, Ausführung ja. Mist. Sie haben, also es sollte ein Türgau werden, man kam sogar direkt an Guardians AWP vorbei. Ja. Warum steht dahinter keiner und hat einen Smoke für die Main? Warum hat man keine Main-Smoke parat? Das kann man aus diesem Türgau rausspielen. Und Guardian kann danach noch zwei Kills machen mit seiner AWP. Eine Smoke hätte ihn komplett abgeschnitten, dann hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Ja. Also da muss man die Strategie nicht nur richtig erkennen, die jetzt zu spielen ist, sondern auch noch richtig umsetzen. Und da haben sie komplett versagt. Ja, sie haben sich praktisch selber in die Zange genommen. Ja, das war auch wieder Cleanfeed, gerade kurzzeitig. Also Navi arbeitet sich langsam voran mit der Runde. Vorhin haben sie sich ein kleines Moneypolster angelegt. Man sieht schon mehr Equipment auch dabei auf Seiten der CTs. Die Ts aber immer noch mit viel Geld. Und dementsprechend können sie noch gegenkaufen und den Druck erstmal aufrechterhalten und noch mehr Strategien ausprobieren. Jetzt gehen sie mal über außen. Sie haben es vorhin schon gemacht, wo dann eben das Timing nicht so gut war von Hiko. Diesmal ist Flamey unten drin. Wenn sie den Kill kriegen, dann ist wieder bei Navi ganz viel offen. Elish unten schon relativ weit vor. Hast du vorhin angesprochen, der ist gefährlich. Dem darf man nicht so viel Spielraum geben. Rothoff soll verhindern, dass Seas da mal sein Köpfchen rausstreckt. Das wird er sicherlich dann gleich tun als Einladung. Und da kann sich JDM schnappen und weg ist er. Da hat er aber auch echt geträumt, JDM. Ja, hat eigentlich in die richtige Richtung geschaut. Schnell wieder die Tür zu. Natürlich, dass er ihn zu suchen hat. Man kann da relativ weit reinziehen und er erwischt ihn. Elish währenddessen oben und jetzt kommt Pimps dazu und der Frag war so schön, dass der Cleat wieder eingefroren. Ja, genau. Guardian unten auf dem Spot mit der USP! Guardian! Er hat nicht rechtzeitig die richtige Waffe gefunden, hätte er nicht aufs Knife geswitcht, sondern auf die AWP, hätte vielleicht noch einen Schuss bekommen. Und Hiko macht der ganzen Sache ein Ende. 6:2 und das könnte direkt das erste Päuschen sein, der erste Timeout. Ja, würde ich definitiv auch nehmen an der Wies Stelle. 6:2 ist out of control schon. Vor allem, weil Liquid jetzt nochmal ein richtig... Also, was könnte denn da überhaupt kaufen? Ich glaube, die haben jetzt so ungefähr 3.000. Wenn es gut läuft, haben sie 3.000. Aber sie haben schon super viel Equip gekauft. Warte. 2.9 haben sie. Also, so 2.2 bis 2.9, da müssen sie saven. Sie müssen sich jetzt wieder gedulden. Und das gibt Liquid wieder die Chance, noch mehr Money anzusparen und wieder eine Easy-Runde runterzuspielen, wo sie jetzt nicht gerade strategisch glänzen müssen. Wir sollten doch eigentlich die kurzen Timeouts haben, oder nicht? Das müsste eigentlich ein kurzes Timeout sein, außer der Tisch ist auseinandergebrochen.
Ja, das ist das im Bereich des Möglichen, wer die Bilder gesehen hat auf Twitter, wir wollten ja darauf nochmal zurückkommen. Ich habe es auch vorhin schon geshared, also für alle, die mir folgen, die wissen es wahrscheinlich schon. Alle anderen haben vielleicht schon den ein oder anderen Tweet gesehen von dem Pro, also Astralis zum Beispiel hat sehr kritisch getweetet, Device wollte nicht weinen dieses Turnier, hat es dann aber doch nicht lassen können, weil eben der Tisch, da sind, also das ist kein so ein glatter Tisch wie bei uns, der aus Holz ist und man legt sein Mauspad drauf und das passt. Das ist doch Holztische sind es, ja. Ja genau, aber da sind halt Nägel drunter, beziehungsweise so diese Schrauben, ich weiß nicht, ob wir hier sowas Ähnliches haben. Ich weiß haben. Nicht, wie glatt die wirklich sind, werden wir dann nicht rausfinden. Es ist auf jeden Fall zu spüren. Da scheinen Dinge nicht ganz in Ordnung zu sein. Ja. Das ist gerade für Leute, die, es gibt halt Spieler, die gerne flache Mauspads spielen, die gerne nicht so dicke Mauspads haben. So ein bisschen härter. Es gibt den einen oder anderen, die hat dann zwei oder drei Mauspads aufeinander. So die Prinzessin auf der Erbse. Genau, spürt man manchmal trotzdem. Ja. Gerade wenn da wirklich so ein Stück von dem Nagel raussteht oder von der Schraube, das ist grauenhaft für einen Spieler. Und schon wirst du als Flascher bezeichnet oder sowas. So schnell geht's halt. Aber ja, da ist einiges nicht in Ordnung. Auch die Tischkanten sind sehr rau, zum Beispiel für jemanden, der vielleicht mit dem Handgelenk an der Tischkante spielt, ist das nicht sehr angenehm. An der Tastatur zum Beispiel oder sowas. Ja. Man denkt, man wüsste schon alles und man hätte genug E-Sports-Events hinter sich, um sowas eben nicht mehr zu sehen, aber naja. Jetzt ist der Clean Feed auch wieder abgeschmiert. Von nü? Ist er ganz weg? Nee, er geht wieder. Bei mir zumindest. Sollte er wieder gehen? Nee, meiner ist noch gar nicht da, wo deiner war. Was ist denn da los? Jetzt geht's wieder. Ja gut. Alright. Ist ja eh nur eine Safe-Runde. Vielleicht haben sie deswegen sich kurz gedacht. Würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so groß schreiben. Wieder dieser 5-Mann-Außen-Stack von Navi. Und der scheint hier wirklich Wirkung gezeigt zu haben. Diesmal hat man direkt zwei Spieler down. Und Liquid erstmal ein Stück zurückgedrängt. Da müssen die Amerikaner schauen, dass sie da wieder lebendig rauskommen, wieder Kontrolle bekommen. Das Ganze ist ein bisschen in Chaos ausgeartet. Ja, das ist so die Gefahr auf den CT-seitigen Maps, dass mit ein, zwei starken Pistes man relativ schnell den First Frag oder sogar einen zweiten hinterhersetzen kann, sich dann zurückzieht auf der CT-Seite und eben die Nummern sprechen lässt, also die Zahlen. Man deckt dann eben zu zweit einen Winkel, wo der T dann vielleicht den ersten kriegt, aber vom zweiten gerefragt wird und so weiter und so fort. Deswegen hat Liquid auch richtig erstmal das Gas rausgenommen, hat sich geordnet, haben sich jetzt zusammen Richtung Rampe bewegt, haben da auch den Kill gekriegt. Sie wussten genau, da kann nur einer sein eigentlich. Außer sie sind komplett bescheuert und haben da irgendwie jetzt drei Leute drauf gestackt. Und dann kommt man normalerweise immer durch und siehst mit einem ziemlich, ziemlich harten Klatsch vor der Brust. Das ist die Frage, ob es nicht vielleicht sogar lohnen würde, hier die AK in Sicherheit zu bringen. Er hat auch keine Defuse-Kit, das heißt, er müsste verdammt schnell sein. Ja. Und gerade unten den Beast Ward of Nuke, der ist eigentlich nicht zu retaken. Da gibt es ungefähr 20 Positionen, von denen man die Bombe decken kann. Also wenn man da nicht, da muss man viel Zeit haben, eine Smoke und ein, zwei Leute mehr, die halt vernünftig abdecken können. Und da wird man so sicherlich nicht vorankommen. Sie ist ja zumindest in einen Kill mitgenommen, wenn er jetzt seine Waffe saven kann, dann hat er das Optimum rausgeholt, würde ich sagen. Ja, und nächste Runde sollte es auch wieder gekauft werden bei Navi. Das heißt, er könnte eventuell dann was droppen, was Guardian oder Simple glücklich macht. Ja, das brauchen sie eigentlich gar nicht. Da, Guardian könnte einen gebrauchen. Von dem her, die AK könnte jetzt Navi die Doppel-AWP wieder erleichtern. Das kommt aber nicht. Also man hat bei Navi umgestellt. Ja, das Problem ist und bleibt ja die Halle. Ja. Wahrscheinlich. Das heißt, da wird man die AWP sicherlich nicht so viel einrichten oder einsetzen können. Außerdem ist das verdammt teuer und gerade die Economy bei Navi, die ist jetzt noch sehr schwach besetzt. Mhm. Keine Nades bei Simple, nur eine Flash bei Guardian. Nicht viel Spielraum gerade. Ja. Ja, der Vorteil ist zumindest, dass Simple jetzt nicht unbedingt. Wobei, jetzt deckt er eh. Ist er oben in der Halle. Ah, und da kam die Flash genau rechtzeitig. Guardian hat nicht mehr zielen können. Hat nur noch abgedrückt, er ging vorbei. JDM kann sich dann eben reinbegeben. Hat auch ein bisschen Glück gehabt, er hätte ihn durchaus treffen können. Und so verliert Navi direkt zwei Leute. Versuchen es jetzt genau mit dem Offensiv-Push. Also der Gedanke, vielleicht den Gegner ein bisschen anzugreifen. Aber Hiko macht das wunderbar. Da beide unter Kontrolle. Jetzt raus Richtung Halle. Man weiß, dass man die beiden Halle-Spieler gekillt hat. Und da wird maximal einer nachgeschoben haben in der kurzen Zeit. Kleines Kommunikationsproblem. Eigentlich war er schon raus. CT-Schacht war schon abgecheckt, aber wollen wir mal nicht zu pingelig sein. Alles in allem hat Liquid hier wirklich alles im Griff. Lieber legt er zu spät als zu früh. Lieber wartet er nochmal, um die Confirmation zu kriegen. Und ja, jetzt steht es 8-2.
gleich. Außer es passiert irgendwas Komisches. Und was ich interessant finde, wenn man in Europa Nuke anschaut, also bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich sehe vermehrt Secret Goes und nach unten gespielt. Und viel mit den Secret Stairs in Einklang, auch wenn man dann nach oben geht, spielt man das normalerweise immer irgendwie an. Liquid lässt das teilweise komplett weg. Die machen da nicht mal eine Smoke Wall hin und kommen trotzdem so easy drauf. Was ist da bitte bei einer Wii so krass im Argen? Also gerade eben waren es natürlich die beiden First Frags, ist ja klar. Aber auch bei den Ghosts davor, da müssen ja Deckungslöcher offen sein, noch ein Löcher. Ja, das ist, viele europäische Teams gehen mit dem Gedankengang rein, wir kriegen die Halle eh nicht angegriffen, ja. Also spielen wir gleich nach außen. Und Liquid hat es eigentlich strategisch richtig gemacht. Das Erste, was sie versucht haben, ist zu gucken, ob die Halle angreifbar ist, ob man da wieder vielleicht knacken kann. Und dementsprechend sind sie auch belohnt worden. Jetzt haben sie das und das maken sie jetzt natürlich bis zum geht nicht mehr. Es muss jetzt so lange ausgequetscht werden, bis da jede Runde raus ist. Ja, bis Navi 2-3 in Folge gewinnt, dass bei Liquid dann das Money wieder wieder ein bisschen wackelt und dann kann Liquid ja immer noch umstellen. Dann können sie immer noch nach unten gehen. Sie können immer noch einen Stupid Rush wieder einbauen, so wie vorhin, der dann vielleicht nicht oder vielleicht doch gut funktioniert. Sie können Rampe nochmal spielen und da sind so viele Möglichkeiten noch offen für Liquid. Boah, und jetzt fängt JDM auch an, Shots zu hitten, also vorhin in der Runde auch schon. Das schaut sehr gefährlich aus für Navi, aber ist ja auch ein Best of One. Ja, das ist jetzt schon verdammt übel und sie werden wahrscheinlich diese Runde hier auch nicht halbwegs retten können. Edward hat keine Rüstung, Guardian auch und Flamey der Einzige mit vernünftiger Waffe. Vielleicht könnte er noch ein bisschen was ausrichten. Und auch hier hat Liquid erstmal wieder Tempo rausgenommen. Also sie machen das nach wie vor sicher. Hiko, Vorraum abgedeckt, bisher da wirklich eine 100%-Quote, dem ist noch niemand durch die Lappen gegangen. Ja. Und so geht es halt voran, dass Navi immer wieder unter Druck gerät. Sie verlieren außen auch manchmal Spieler. Dadurch, so wie du eben jetzt siehst, davor war es Guardian, dadurch sind sie gezwungen oder fühlen sie sich gezwungen, was Aggressiveres zu spielen oder irgendwo einen Ausgleich zu erzielen. Und dann kommt Liquids sicheres, sauberes Abdecken dazu. Und sie machen so gut wie keine Fehler, haben Navi taktisch wie auch aimtechnisch komplett unter Kontrolle. Und das ist eigentlich kaum noch zu drehen. Ja, also außer man spielt eben selber eine genauso starke T-Seite, kann man von Navi auch teilweise erwarten. Also sie sind fähig dazu, sagen wir es so. Ob man es heute erwarten kann, weiß ich nicht. Der Tilt in Simples Gesicht wird auch ein bisschen stärker und stärker von Runde zu Runde. Also er ist zwar natürlich an sich auch gewachsen, aber vielleicht hat er es auch einfach nur geschafft, es zu unterdrücken. Und in solchen Momenten, wenn man 9-2 hinten ist, als der klare Favorit, unangefochtener Favorit in dieser Situation, ich denke, die Coins auf unserer Seite werden auch zu 98% bei Navi sein, denke ich. Da können wir auch gleich mal reinschauen. Wir haben jetzt eh kurzes Timeout. Da kannst du auch gleich mal rein, genau. Wir wetten jetzt schon mal noch auf Navi. Ich habe meinen Coin natürlich vergessen zu setzen, weil ich ein Lappen bin. Lappen. Ja, 94%. Knapp. Das ist recht heftig. Das hat man natürlich auch viel. Also Nuke ist echt ein Faktor. Auf einer anderen Map hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ja. Aber auf Nuke. Liquid ist halt, also Hiko ist stark auf Nuke, JDM ist stark. Das sind alles Leute, die gerne Nuke spielen. Und auch Pimp kommt ja damals von dem aus den dänischen Teams, die auch alle sehr gerne Nuke gespielt haben. Ja. Ich denke wirklich, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Genau, wir haben ja den Clean Feed mit einem Auge immer im Blick. Deswegen können wir auch ganz easy noch auf der Seite ein bisschen fachsimpeln. Die Sache ist die, dass Navi von Anfang an nicht gut ins Spiel gekommen ist bisher. 5-0 hinten gleich mal. Dann kam, glaube ich, ihre erste Runde erst. Und dann kam Liquid gleich wieder zurück. Also man sieht es hier schon. Go Hiko, go Elise. Auf geht's Liquid, auf geht's Elise. Er macht ein super Spiel auch. Gar keine Nervosität zu sehen bei ihm. Er hat die Confidence. Er drückt die Shots. Und jetzt kommt langsam der Rest von Liquid auch dazu. Und das ist eben, wie ich gesagt habe, bei Liquid gibt es 5 Faktoren, die funktionieren müssen. Gerade funktionieren mindestens 4 von diesen 5, wenn nicht alle. Und dann hat auch ein Team wie Navi Probleme. Also das ist wirklich eine starke Vorstellung, die uns die Amerikaner hier liefern. Wir gucken mal, soll da eigentlich gleich wieder ins Game reingehen. Können Sie diese wunderschönen Schnäuzer da noch mit reinziehen. Ja. Übrigens, warum die Schnauzer? Ja, es ist natürlich November
Unser lieber Hedzinski macht auch mit. Ich habe mich jetzt auch nicht rasiert, auch wenn das bei mir eher normal eher ist. Aber es ist halt jetzt auch wirklich seit 2 Wochen konstant nicht rasiert. Ich hätte mich durchaus gestutzt teilweise. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt einfach mal wachsen lasse und mal gucke, wie das in 2 Wochen aussieht. Ja, so wie ich. Aber ich habe jetzt meinen Trimmer besorgt und dementsprechend hätte ich meinen Bart stutzen können. Aber ich, also vor allem hier. Also hier wächst er halt, das ist Wildwuchs noch und nöcher. Aber im November geht es eben darum, dass wir auf die Männerkrankheiten aufmerksam machen wollen, nämlich Hodenkrebs, Prostata und die ganzen Geschichten, die man da so haben kann. Und deswegen fangen an, Leute sich dumme Schnäuze zu rasieren oder sich gar nicht zu rasieren. Hallo, und das nur als kleine... Ich mach mal kurz einen auf Techniker, so wie ihr gestern. Techniker ist informiert? Als kleine... Was macht er? Ich weiß es nicht. Man kann mit Skype auch mit uns kommunizieren, ohne reinzukommen. Nee, das weißt du. Genau, also, meine schöne Rede wurde gerade unterbrochen. Deswegen setze ich die Protestbrille auf. Das war eigentlich nur ein Timeout, aber wie es aussieht, ist da eine technische Unterbrechung. Wirkt zumindest so. Weil ja, die reden auch schon viel zu lange. Das ist eine ganze Weile schon am Laufen. Also zu den Schnauzern nochmal zurück. Man muss natürlich auch sehen, dass Henry G. es versucht, einen Schnauzer zu tragen. Nicht jeder hat dieses Privileg. Ist das wirklich alles, was bei ihm ist? Er hat sich nicht rasiert. Eieiei. Das ist halt schlimmer, wie bei Katja K. die Augenbrauen. Die müssten tätowiert und nachgefahren werden. Also ich meine, man darf sich halt eigentlich nicht drüber lustig machen, weil er kann ja nichts dafür, dass es halt nicht wächst. Ja. Dafür hat er das Problem nicht, dass er sich rasieren muss, großartig. Ja. Ist halt auch angenehm, wenn man jetzt sich entscheidet, das stimmt, keinen Bart zu tragen. I miss when I was 12. Aber wir sind wieder zurück im Spiel. Also, erstmal danke fürs Zuschauen und Zuhören mit dem November. Und das 9:2 und schon wieder ist der erste Down bei Navi. Es schaut einfach die ganze Zeit nicht gut aus. Es ist ja ein Round-Robin, das heißt, man spielt jeden Gegner einmal. Und jetzt gegen Liquid schon mal zu verlieren, sollte Navi jetzt nicht grundsätzlich in die Bredouille bringen. Aber es ist definitiv nicht angenehm. Also sie müssen jetzt nochmal zurückkommen, sie müssen das Spiel wenigstens knapp machen, damit sie wieder Confidence bekommen. Ich sehe das noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das könnte vielleicht helfen. Man hat schon 2 Spieler unten. Simple hier am Schacht. Hat natürlich nur einen Ausgang, aus dem er rausgucken kann. JDM gewinnt aber sein Duell. Und JDM hat, glaube ich, sowohl gegen Guardian als auch gegen Simple eine ziemlich gute Bilanz. Das hat gut funktioniert. Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Dann schalten wir mal um auf Window Capture. So, habe ich das hier parat? Moment, lass mich mal kurz gucken. Ich caste jetzt mal von meiner Seite aus. Team Liquid geht gerade nach unten durch. Edward kommt von hinten, wird aber von JDM rausgeholt. Und JDM mit 2 dicken Kills. Ja, sick. Der Dude hat's wieder drauf. Der hatte ja seine Ups und Downs teilweise. Aber ja, ich meine, heute kann man definitiv mit ihm leben und mit ihm arbeiten. Geht der Balken unten auch wieder weg? Gerade zu blöde. Jetzt. Ja. Ja, das sieht wirklich ganz übel aus. 10 Runden schon. Ich weiß auch nicht, ob Navi jetzt schon aufgegeben hat, mehr oder weniger. Ist ja eh eine T-lastige Map. Das war übrigens Sarkasmus für alle Anfänger. So, jetzt kommt der Gegenboost. Oh. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Das funktioniert wunderbar. Jawohl, siehst, kann 2 Leute mitnehmen. Der für den dritten reicht nicht mehr ganz. Aber trotzdem super gemacht. Sie haben sich das schön im Aufbau erwischt. Ja, und man sieht jetzt auch erstmal die Hölle los bei Liquid. Die sind alle wie aufgescheuchte Hühner erstmal durcheinander gerannt und haben links, rechts geschaut. Ist alles safe. Jetzt müssen sie den ganzen Raum wieder neu annehmen und einnehmen. Und das ist richtig schwer. Oh, da treffen alle nicht. Elish gewinnt ein Duell nach dem anderen. Auch da hat er noch gut Schaden gemacht. Was ist für Hiko, denke ich, noch zu klatschen, wenn er da rechts rumzieht und auch der dritte Spieler nicht ganz trifft. Aber Hiko hat noch nicht gesehen. Schöner Frax, saustark. Und jetzt steht Edward natürlich da mit der Pumpgun. Er muss in den Nahkampf, damit er die ungefähr 60 Damage, die er da braucht, auch wirklich rauskriegt. Ja, Hiko weiß jetzt natürlich auch, wo Edward herkommen könnte. Und das sind natürlich die Schächte.
Es ist sozusagen das Rennen um die Zeit. Oh, der Molotow, der rettet Hiko jetzt auch erstmal noch. Aber. Wurde es schon rum? Ja. Die kommt zu kurz. Macht er die Tür kaputt? Aber das hilft Hiko jetzt auch erstmal. So kann sich Edward erstmal nicht verstecken. 19 Sekunden auf der Uhr. Der Klatschmeister ist wieder am Start. Das ist das Problem. Er muss jetzt wirklich langsam die Bombe planten. Er muss jetzt langsam anfangen. Edward kommt da oben rausgeschlichen, hat sich lange verdeckt gehalten. Edward, er verrät sich. Edward geht down und es ist Hiko, der das Ding nach Hause fährt. 11:2 und das war eine 2,5-4. Und da haben gleich zwei Spieler außen gewaltig verschossen. Ja, und also die war schon gegen auf 20 eins, HP. 1-1 verloren gegangen, das glaubt man gar nicht. Alter, nee. Das ist so das ein Klassenunterschied gerade. Navi ist wirklich überhaupt nicht on point. Das Aiming sitzt überhaupt nicht. Sie haben ein paar intelligente Spielzüge gebracht, die auch hätten funktionieren können. Aber dann aber fehlt es halt am Aim. Komplett weg. Ja. Entweder haben sie das falsche Setup oder dann fehlt das Aim. Und das kann ja auf so einem Niveau halt nicht passieren. Auch nicht gegen ein amerikanisches Team. Spaß. Aber Liquid auch also wirklich gut spielt gerade. Ja, also da kann man nichts sagen. Nix kann man da sagen. Da kommt man mit dem nicht hin, was Navi hier gerade liefert. Das ist wirklich nix. Und das war eben auch so eine Runde, die mega nice anfängt für Navi. Das müssen sie nur noch runterspielen. Dann battlen sie draußen, aber einer nach dem anderen. Du sagtest schon, Elish hittet da mega nice, während Navi irgendwo in die Walachei schießt. Also die Flint ins Korn geworfen, mehr oder weniger, von den nicht mehr ganz so ukrainischen Team. Ja, tja, Halbzeit abhaken, neu anfangen. Wie würdest du drauf reagieren, Horster? Da kann man nur noch, da kann man sich nur noch ransetzen und hoffen. Anders geht es da nicht mehr. Man hat keine Möglichkeiten, das wirklich aus eigener Kraft rauszuspielen. Wenn Liquid jetzt nicht einbricht, weil man ihn ein paar Runden abnimmt, dann verliert man das. 11-2 auf der Nuke-T-Seite, das dürfte nicht mehr zu uns sein. Ja. Betonung liegt auf dürfte. Aber ja, man weiß nie. Liquid wirkt einfach viel zu sicher. Also der Unterschied ist so dermaßen groß, dass ich auch nicht weiß, wo Navis plötzliche Performance herkommen müsste. Also normalerweise, wenn, dann ist es eine zehnte Seite, die einem solche Comebacks dann noch möglich machen könnte, wenn man einfach nur locker drauf losspielen muss. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder kleiner Vorteil vielleicht, dass Navi auf der T-Seite, wenn es denn noch zu einer kommen sollte, das kann ja auch über die Piste schon vorbei sein, dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sie dem Gegner so ein bisschen ihren Spielstil aufdrücken könnten. Ja. Aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Was eben auch noch so ein Faktor gegen das Comeback ist, dass die Runden an sich nicht knapp waren. Also natürlich haben teilweise dann nur zwei Leute bei Liquid überlebt. Sehen wir jetzt, schauen wir jetzt mal in die dritte Runde zum Beispiel, als Guardian da noch zwei Exit-Frags geholt hat. Oder jetzt vorhin die Runde. Navi hat einfach nicht dominant ihre Runden geholt, während Liquid relativ Cruise-Control-Style durchgekommen ist. Also die haben immer die Kontrolle behalten. Sie haben immer das Tempo rausgenommen, wenn es nötig war. Sie haben kaum Panik bekommen, nicht mal nach dem super aggressiven Push von Navi, als sie es da oben die zwei Kills gemacht hat. Nicht mal da konnte Liquid so richtig, also sie waren zwar kurz verwirrt, das ist ja nur nachvollziehbar. Dann haben sie sich sofort wieder gefangen, also diese nicht aus der Ruhe zu bringen, in sich ruhend, wie die Zen-Meister, sitzen sie auf ihrem Stein im Schneidersitz und alles, was kommt, alles, was Navi ihn anwirft, das prallt einfach ab. Ja. Oh, sorry, im Hintergrund hat sich der VLC wieder neu gestartet und dann wieder aufgehängt. Ne, deswegen war der Doppelsound da. Oh, JDM. Auch solche Sachen einfach. Das darf nicht passieren. Man darf nicht als Seas da vor der Tür rumlaufen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass Spieler von Navi einfach gepickt werden. Aus der Tür raus. Und das ist einfach nur Undiszipliniertheit. Das kann nicht sein, das darfst du nicht bringen. Das war auch simpel, da letztens gegen Hiko, als er durch die Tür gebankt wurde. Da sind viele kleine Fehlerchen auch mit drin bei Navi. Die sind, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Vielleicht, ja, man kann es als Ausrede definitiv auch anbringen, aber es ist das gleiche Setup für alle Spieler. Vielleicht ist es halt für Navi gerade schwerer, sich an die Tische zu gewöhnen oder an die ganzen Surroundings da vor Ort. Es scheint also weniger als ideal zu sein. Und Liquid sind das ja vielleicht gewöhnt aus Amerika. Ich meine, du lässt auch keine Gelegenheit aus, oder? Die Straßen schauen auch so aus wie die Tische da drüben. Ich meine, nur Spaß.
Jetzt haben sie ja Trump, da sollte es ja bergauf gehen. Sorry. So, simpel. Vielleicht, nein. Nächstes. Schönes Reflex-Verhalten dort von den Liquid-Spielern. Oben sitzt noch Guardian Saas. Korrigiere Saas. Flamey. Ja, Flamey, den zweiten hatte und Hiko ist angeschossen. Also Hiko ist gut low. Das heißt, er muss zuerst abdrücken. Er muss einen Schuss reindrücken, bevor Flamey überhaupt reagiert. Und das wird schwer genug werden. Die Smoke als kleine Deckung. Oh, und Hiko einfach an der Kante dran. 13 zu 2 für Team Liquid hier auf der T-Seite. Das ist eine ganz deutliche Ansage. Absolut, das war so eine Map, wo fast alles funktioniert hat. Wo fast alle wichtigen Duelle... Der Spray war so sick. Sorry. Wo fast alle wichtigen Duelle auf das Konto von Liquid gegangen sind. Spielzüge haben funktioniert. Also das... Die beiden Clutches sollte es eigentlich drauf gewesen sein. Ja. So, wir haben eine kurze Pause. Sie haben alles gewonnen und geholt, was sie hätten holen müssen und können in dem Spiel. Alle Clutches, fast alle First Frags. Also so ging es ja schon mal los. Navi war ja schon von Anfang an im Hintertreffen, was die First Frags schon mal angeht. Also jede Runde hast du immer wieder das Problem gehabt, bei Navi ist irgendwo ein Loch gewesen. Und damit sind sie gar nicht mehr zurechtgekommen. Also die konnten da echt sehr, sehr holprig nur reagieren. Bin gespannt auf die zweite Halbzeit, aber wahrscheinlich wird die eher kurz. Ja, höchstwahrscheinlich. So, wir sehen uns in 60 Sekunden wieder. Und dann machen wir weiter mit dem Rest davon. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir machen jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit. Die nächsten Spiel vier Runden. 12 zu 3. Ja, vielleicht über die Piste 5-0 draus machen und dann gucken wir mal. Ja. Aber im Normalfall, gerade auf solchen Maps, ist es einfach, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein 12-3 noch drehbar ist. Das machbar immer, aber praktisch wahrscheinlich einmal von 20. Ja, es ist immer so schwer, Gegner wie was zu sagen, weil die so gut sind. Nee, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Navi ganz gern habe. Deswegen fällt es mir schwer, das zu admitten. Aber es ist halt einfach schwer bis hoffnungslos, das jetzt nochmal komplett zu drehen. Also zwei Runden sollte Liquid irgendwie mit Hängen und Würgen schon zusammenkriegen. Und dann muss man immer noch in die Overtime. Da würde ich dann Liquid auch wieder vorne sehen, weil die definitiv bessere Arbeit geleistet haben. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf die Pistole. Und Hiko, der mit der 5-7 da vorne steht, das heißt, er denkt auch daran, eventuell offensive Spieler im Nahkampf zu picken. Eine 5-7 ist gut, um viele Spieler zu killen, vor allem im Nahkampf, aber die verliert relativ schnell ihre Headshot-Range. Ja. Das heißt, man muss dann da sehr vorsichtig sein. Er hat dann eine kleine Lücke gefunden. Ja, das ist genug, um da auf jeden Fall mal reinzufeuern. Sie ist nur mit 42 AP. Währenddessen zieht sich Nightrun an der Rampe zurück, der kann sich jetzt zumindest ein bisschen defensiver positionieren. Also soweit alles richtig gemacht. Die Rampe hält man meistens nicht. Der Unter-Catch-Spieler kann dann schon nochmal einen Blick riskieren und weiter Infos sammeln. Dementsprechend hat er jetzt auch wieder den anderen hochgeholt. Und Edward schleicht langsam außen durch. Und das soll auf jeden Fall ein Halle-Split werden. Aber wir halten mal so ein bisschen das Radar im Auge. Nitro ist da von hinten dran und er kann da relativ bald mit einstechen. Edward, also welcher Backstabber macht jetzt besser? Sees pusht durch. Und Nitro von hinten, der hat die Bombe. Edward hatte JDM auch nicht gesehen. Jetzt kommt er aber noch mit dem Kill noch mal rein. 1 gegen 2. Nitro in der Pommes. Die Bombe liegt direkt bei ihm, aber sie haben ihn gesehen. Das sollte... Oh, 8 Sekunden. Das wird noch mal richtig knapp. Er sneakt sich davon. Wurde aber wieder gesehen. Also die T's sollten das jetzt einfach miteinander zusammen einfach runterspielen.
Ja, der Vorteil ist, dass die beiden halt eben Rüstung haben. Das heißt, er muss ein bisschen mehr Damage machen, vielleicht einen Headshot setzen. Und Nitro ist sehr anfällig. Und im Prinzip müssen sie rausfinden, wo er ist. Und sobald man eine Info hat, gemeinsam rumgehen. Ja. So die einzige Chance, die man hat, wenn sie nacheinander gepickt werden. Edward zum Beispiel hätte down gehen können. Jetzt haben sie wieder die Möglichkeit, mit ihm zu spielen. Wieder versucht man rumzufacen. Das war äußerst riskant gespielt von Navi, aber es hat funktioniert. Ja, sie sind von links und rechts gekommen wenigstens. So konnte er nicht schnell mit zwei Klicks die beide finishen. So oder so, nochmal knappes Ding gewesen. Edward war da im Heaven, hatte den ersten Kill gemacht auf Rafters, auf der gegenüberliegenden Seite. Und hat dann nicht nach unten geschaut. Und da war JDM gesessen. Und das fand ich ein bisschen fragwürdig schon. Also schon bei der Execution, obwohl sie die Piste gewonnen haben, schon so ein kleiner Fehler schon wieder eingeschlichen. Ja, jetzt kann Guardian zumindest nach außen schauen. Galil nicht die beste Waffe, nicht die verlässlichste Waffe, was solche Long-Range-Duelle angeht. Weil sie doch sehr, sehr große Ungenauigkeit hat. Und jetzt kommt diese typische Warteposition. Flamey mutiert zum ADAD-King. Rotiert da außen um den Roten rum, um eben den Abgangsspiel zu holen. Das ist jetzt problematisch. Dadurch, dass Guardian down ist, sind es wie hektisch Flamey hier die ganze Zeit durch die Gegend zieht. Der muss eigentlich drei Positionen gleichzeitig überprüfen. Ja, oben sind zum Glück noch zwei Teammates, die ein bisschen den Rücken frei halten. Das Simple mit dem Kill gegen Hiko, also 3-4. Jetzt für Navi, Seast ist sehr geduldig, aber da verschießt er so und Elish wird ihn natürlich rausnehmen mit der Deagle, Flamey mit dem Refrag, aber Navi verliert viele Spieler und viel Momentum. JDM down. Jetzt hat man etwas Kontrolle bekommen. Nitro hat die Chance, da vielleicht nochmal ein bisschen Damage zu machen. Simple und Flamey, zusammen 26 AP. Also er muss jeweils nur ein Deagle hinterher, dann hat er die beiden. Und für ihn wäre natürlich das Allerbeste, wenn er es jetzt schafft, Edward aus irgendwie zu one-shotten. Und da kommt Edward. Hä? Ja, okay. Achso, Simple kam von hinten. Es war Edward aus dem Schacht, ja, genau. Und Ding, so, alles klar. War verwirrender Kameraswitch für uns. Ja. Ah, Navi kriegt mit Hängen und Würgen die Runde. 4-13. Liquid kann sich jetzt auch erstmal zurücklehnen, sagen, okay. Ja, Pistol halt verloren, jetzt gerade noch gut performt. Den einen oder anderen Frag hätte man vielleicht noch machen können, aber das ist jetzt nichts, wo sie mad werden. Nicht so wie im Madmaking. Die P250 für Pimp und Nitro mit Elish, mit der Deagle. Da kann man nochmal Schaden machen. Also in der W ist definitiv noch nicht über dem Berg. Ja, vor allem, weil man jetzt dann doch ein bisschen Equipment nachgekauft hat. Könnte also teuer werden unter Umständen. So, Pimp in der Main. Sobald die Smoke weg ist, wird er höchstwahrscheinlich dann angreifbar sein. Feuer doch schon, Simple würde da gerne rausgehen, aber muss aufpassen, dass er nicht zu viel riskiert. Schön gemacht von Simple, stark. Dritter Frag geht auch noch mit rein. Hat mit seiner UMP da schön Damage gemacht, schön Geld gefarmt auch. Jetzt kommt Edward oben über den Catwalk. Das scheint ein wiederkehrendes Muster zu sein bei Navis Planungen, ja, dass man Edward dort oben nachschickt. In die Leash von hinten mit der Deagle. Aber der macht das genauso wie Guardian in der ersten Halbzeit. Der wartet einfach nur auf die Exits. Vielleicht kann er sich noch eine AK gönnen. Aber sick von Simple da. Ich habe ihn schon tot gesehen, aber natürlich, es ist ja Simple. Der stirbt nicht einfach so. Er hat seine Winkel auch sehr gut eingehalten. Ja. Er ist raus und hat eigentlich nur an der Pommes lang geguckt und ist nicht weiter rausgesteppt, sodass er auch gar nicht den Main-Spieler angreifen konnte. Aber er wollte ja im Prinzip für den Frag rumgehen, hat dann realisiert, dass er jetzt zu weit raussteppt, sich wieder zurückgezogen und erstmal Richtung Pommes geguckt und wurde dafür wunderbar belohnt. Also ja. Das war in dieser Hektik, in dieser Panik, war das sehr intelligent gespielt von Simple. Und dann eben von der Pommes nach dem Kill gleich auf Main den Kill, also gleich gewusst, okay, die wollen mich jetzt zusammen jetzt killen. Für und dann Effekt, gleich genau. Wieder 90 Grad Drehung gemacht auf Pommes für den zweiten Kill. Das war echt schön von Simple, da können sie ihn auch nochmal auf die Schulter klopfen dafür. Na, jetzt hat man dann letztendlich schon ein ganz ordentliches Geldpolster aufgebaut. Also Navi kann jetzt definitiv noch einmal nachkaufen, sollte die Runde schief gehen. Ausnahme natürlich Guardian, der WP war vielleicht ein bisschen zu teuer dafür. Aber ich denke, das geht. Und damit hat man zumindest eine kleine Lebensversicherung, weil in die Eco gehen, das wäre hier ein absolutes Todesurteil. Ja. Was jetzt vielleicht für Navi gar nicht so schlecht wäre, wenn sie Team Liquid nicht eliminieren, sondern wenn sie noch ein bisschen ranfüttern. Also das wird niemand mit Absicht machen, aber wenn Liquid jetzt ein, zwei Rifle safe, dann könnten sie nochmal versuchen zu forcen und damit ihre Eco rauszögern und dann Double Save. Das wäre für Navi sozusagen der Jackpot. Dann kriegt man 7 Runden und dann kommt der Double Save und dann ist man auf einen Schlag da. Und dann wissen wir ja, dass Liquid
teilweise Probleme kriegt zu atmen in solchen Situationen. Ich hab's verstanden. Ja. So, wir gucken, was JDM hier haben kann. Da kommt einiges rum. Jetzt werden wir mal sehen, das ist Refrake-Verhalten. Aber natürlich kann man durch so einen Spalt keinen Refrake setzen. Verändert sein Winkel nochmal, Guardian zieht rein. Also, 1 gegen 1 getauscht. Guardian hat trotzdem nochmal einen Fußhit bekommen. Vielleicht hat er sogar durch den ersten durch. Ich glaube, im zweiten war es kein Hit mehr. Ja, JDM kann auf jeden Fall Kugeln den Laufweg verändern. Bin jetzt aber unter Druck in den Vans. Aber der ist so ein wichtiger Kill und Simple kann ihn nicht machen. Damit die CTs mit den Secret Stairs unter Kontrolle. Die Bombe wurde gelegt. Hiko kommt nach. Liquid ist schon auf dem Weg. Die haben schon alle in Position und die haben noch sehr viele Flashes. Oh ja. Werden. Hiko zieht da rum. Das war der erste Schritt hier, die Runde dicht zu machen. Guardian auch ohne Möglichkeit, sich zu verziehen, wenn er mit der AWP dort unten steht. Da ist Runde Nummer 14. Schau mal, wie low die CTs auch waren. Das war nicht viel Unterschied zwischen den beiden Teams. Drei Spieler unter 50 HP oder unter 40 sogar, wie man sieht. Hiko und Pimp mit 32. Ja, ein Bullet mehr oder weniger. Das macht den Unterschied teilweise in diesen Runden. Navi jetzt natürlich mit dem Rücken an der Wand. Kann nichts mehr machen, haben keine andere Möglichkeit, müssen natürlich den Full-Buy machen, während Liquid sich jetzt noch ein bisschen Geld sogar zurücklegen kann. Also jetzt könnte eben mit zwei, drei gesaveten Waffen Liquid sogar nochmal kaufen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da wieder noch rauskommt. Guardian, ups. Auch das gleiche sind Probleme in Grün. Edward kommt da rausgeschossen. Schöner Frag gegen Hiko, der eigentlich ein bisschen ungewöhnlich stand. Das sollte aber kein Problem dargestellt haben, offensichtlich. Der Molotov, der hat nicht gesehen, wie er sich verzogen hat. Sonst hätte er natürlich noch ein weiteres Stückchen rüberziehen können. Es sieht so aus, als ob Navi zumindest für den Anfang auch eine kleine Schwachstelle in der Halle findet. Und das wiederum wäre genau der Einstieg, den sie gebraucht haben. Weil das könnte Liquid gefährlich werden, wenn sie jetzt eben auch dieses Halle-Problem bekommen. Ja, erstmal sehen, wie viele Waffen man safen kann bei Team Liquid. Einer ist schon down, aber hier liegt mit dem Refrag nochmal einer. Stark. Der hat noch mehr Damage gemacht. Der ist so klein und so dünn und der kann so krass spielen, Alter. Da ist doch was im Sack. Nitro mit dem 1 gegen 2, aber der will da gar nicht mehr hin. Vielleicht Edward noch killen. Er weiß ja, wo er ist. Ist doch relativ weit oben. Edward fällt. Das war ein knappes Ding nochmal. Kommt er noch ran? Nein. Ja, aber Elish, echt. Das ist so ein Pimp einfach. Hatte keine AWP, glaube ich. Es war nur eine Rifle. Ja. Und da zielt man nicht da rein. Das ist Quatsch. Ja, vielleicht hat er nicht gedacht, dass sie Guardian da durchschicken. Aber ehrlich aber gesagt, ist Guardian halt auch der Typ für sowas. Jeder andere hätte ihn aber auch genauso killen können. Ja. Also es hätte ja auch sein können, dass er AK rauszieht. So, und er darf einfach nicht direkt in der Main platzen, weil damit ist natürlich der Entry dann gelungen. Und dann braucht man nicht mehr vernünftig smoken. Dann kann man einfach durchziehen. Ja, das hat Navi aber trotzdem noch gemacht, wollte ich noch kurz sagen. Die haben dann sogar noch geresmoked. Später in der Runde hat Flamey nochmal die Smoke geworfen, ja. Was ja Liquid nicht getan hatte. Also Navi kommt vielleicht langsam auch mental in Amerika an. So verspäteter Flieger oder Gepäck nicht bekommen, da war das Gehirn halt mit drin und jetzt wird es langsam hochgefahren. Aber trotzdem schon eine Runde verloren jetzt in der Halbzeit. Ich denke, Liquid wird das früher oder später safe machen. Das ist ja das Problem. Sie haben ja keinen Polster mehr. Also selbst wenn es jetzt vorangeht, jeder Fehler, und es kann immer mal eine Runde passieren. Und wir haben es gesehen, Elish hätte tatsächlich noch einen dritten haben können gerade. Hätte durchaus passieren können. Und da muss nur mal einer von den Liquid-Spielern einen kurzen Ausraster kriegen, zwei, drei Leute auseinandernehmen, zwei, drei Einzelduelle gewinnen und dann ist die Runde weg. Also da muss jetzt wirklich alles klappen. Im Prinzip noch mehr oder genauso, wie es vorher war. Und das ist kein guter Start. Wieder JDM. Direkte Duelle. Zwei Drittel, würde ich sagen, hat er gewonnen. Ja, da müssen wir nachher mal in die Statistiken reinschauen. Liquid auf jeden Fall froh, dass JDM heute so gut performt. Und wie angesprochen von mir vorhin, der Force Buy eben von Team Liquid, dank einem gesaveten Rifle nur. Das hat ihnen schon gereicht. Und die AWP auch für JDM. Und Navi langsam auch in monetären Problemen. Selbst wenn sie die Runde gewinnen und es knapp wird, hat Navi nicht ganz so viel Eco zur Verfügung. Also es ist nicht leicht gerade für sie. Egal wie man es dreht und wendet. Und jetzt kommen die Außensmokes. Liquid hat nicht so viele Informationen. Wir haben einen Spieler, wenn wir oben links aufs Radar gucken, einen Spieler an der CT-Base fast und ein Spieler so weit außen, dass sie natürlich nicht helfen können. Nerco ist alleine an der Rampe, sprayt aber zwei Leute weg und jetzt kommt schon der Schieber nachgeholt. Oh, Edwards.
JDM hat nicht rumgezählt, er hat dort mächtig Glück gehabt. Trotzdem, 4 gegen 2, Autopumpgun von Hiko, das ist kein Troll, die spielt er immer dort oben. Ja, und ich weiß nicht, ob er C's Köpfchen noch gesehen hat. Es könnte durchaus sein, dass sie ihn gesehen hat. Jetzt wissen sie so oder so, dass da unten einer rumläuft. Edward ist auch schon auf seinem Weg, aber der braucht noch ein bisschen. C ist erstmal alleine am Abchecken, gräbt sich ein im Window Room. Und Edward muss draußen ohne Smoke die Bombe legen. Ja, okay. Oh, das ist ein sehr guter Plant. Der kann unter Umständen auch gegen 4 was bringen. Ja. Die kann man gut einsehen. Edward versucht es mit dem Überraschungsmoment, aber er steht halt an der Stelle so. Überraschung hin und hin oder weg. Er kann da nicht mehr zurückziehen. Da wird wahrscheinlich mehr als einer kommen oder wird er gerefragt. Ja, er hat unglücklicherweise auch noch weggeschaut, weil er eben von der Rampe noch jemanden erwartet hat oder vom Window. Und dann kommen die nächsten zwei Spieler ein bisschen verspätet nach. Team Liquid mit dem schönen Retake hat man einfach sich durchgebasht. Man wusste, okay, wir sind im 4 gegen 2 Retake. Das wird höchstwahrscheinlich ein paar Casualties geben bei uns. So ein schöner Schuss von JDM. Und das war im Endeffekt aber kein gutes Positioning von Edward auch. Weil das kann man vielleicht im 2 gegen 3 maximal machen. Ja, es steht und fällt halt mit deinem Teammate. Ja, und der hat halt sehr früh schon gekämpft und war noch nicht in Position. Aber ich meine halt einfach, Edward steht dann dort und er kann sich ja nirgendwo hin zurückziehen. Das heißt, der Überraschungseffekt verfliegt und alles, was er machen kann, ist in der Zeit maximal 2 Leute holen. Und mega ausrasten. Und diese 2 Leute reichen nicht. Ja. Weil gegen 4 reichen 2 Kills nicht. Ja, und JDM wieder schön der erste Frag gemacht. Navi mit dem Force Bind. Ah, da wird geschrotet. Nice gemacht. Das ist ein schönes Ende zu dem Spiel, auch wenn es nicht ganz so schön war für die Navi-Fans unter uns. Ja. Ja, da reiche ich mich ja durchaus auch ein bisschen mit ein. Ja. Ist halt. Aber das war eine deutliche Geschichte. Da gab es keinen Zweifel dran, dass Liquid von Anfang an besser war. In den letzten CT-Runden haben wir auch gesehen, dass sie sich nochmal so langsam eingefunden haben. Ja. Diese kleinen Problemchen, die man vielleicht am Anfang gesehen hatte, direkt wieder ausgemerzt. Individuell einfach Stärke auf der ganzen Bank. Ja. Ich glaube, jeder einzelne von denen hat eine gute Bilanz, was Duelle angeht. Und Elish auch mega nice. JDM war super gut. Expedition. Fico hat die Clutches gemacht. Und overall nice von Liquid. Ja, kann man nicht meckern. Na klar, die Map vielleicht auch ein bisschen mitgeholfen, keine Frage, dass sie sich einfach auch wohlgefühlt haben. Aber das hätte, denke ich, auf anderen Maps zwar anders ausgesehen, aber wäre durchaus trotzdem eine gute Chance gewesen für Liquid. Also sie mussten halt auch T-Seite anfangen. Das ist nie leicht auf Nuke. Das ist so wie auf Overpass oder auf Train T-Seite anzufangen. Ist halt immer ein bisschen unbequemer. Noch schlimmer sogar fast. Ja. Und dafür alle Achtung gegen Navi auf T-Seite Nuke so vorzulegen. Respekt. Ja, da kann man nicht meckern. Gut, also.